Echt jetzt? Wir testen diesen Mist. Interessiert doch eh keinen, oder? Egal, los geht's. What are you looking at? Catechumen ist ein christlicher Ego-Shooter und eins der seltsamsten Spiele, die ich je gespielt habe. Es kam von Enlightening Software, dem Studio von einem gewissen Reverend Ralph Bagley. Er wollte seit 1996 eine gore-freie Alternative zu den für ihn frevelhaften Dooms und Quakes entwickeln. Remember, confrontation is often best avoided. Das Ganze war aber erst 1999 zu finanzieren, nachdem gewalthaltige Spiele mit dem Columbine-Amoklauf in Verruf geraten waren. Dann war es mit einem Budget von $830.000 sogar das teuerste christliche Spiel seiner Zeit. Der Shooter mit Genesis 3D Engine erschien schon im September 2000, quasi mit zweifachem Godspeed entwickelt. Na, der Witz klappt nicht auf Deutsch. Erschien schon im September 2000 und wurde ziemlich zerrissen. Wen wundert's? 14 Tage zuvor kam das viel bessere Star Trek Voyager Elite Force raus. Als ein Katechumene, also ein Taufbewerber, bekämpft ihr im antiken Rom mit der Hilfe von Engeln, Dämonen, rettet eure Glaubensbrüder und besiegt Satan höchstpersönlich. Die Kurzfassung ist so ziemlich die Langfassung. Sprechende NPCs kontextualisieren eure Aufgaben ein bisschen und das war's eigentlich. Es ist ganz interessant zu sehen, wie hier das Gameplay von Quake christianisiert wurde. Deine Health Packs sind biblische Schriftrollen, deine Railgun ist ein Schwert, deine Super Nail Gun ist drei Schwerter auf einem Rotor, what the fuck, und dein Granatwerfer ist ein Zepter und so weiter. Die römischen Soldaten tötet ihr übrigens nicht, sondern ihr treibt ihnen nur Dämonen aus und konvertiert die polytheistischen Heiden gleich mal zum Christentum. Mit eurem Laser. Wenn das mal keine Verletzung von negativer Religionsfreiheit ist, dann weiß ich auch nicht. Die nette Nebenwirkung von Enlightenings Ideenklau bei Quake ist, dass Catechumen sich sehr wie Quake spielt. Ich bereue nicht mal, dass ich das ganze Ding durchgenudelt habe. Durch Korridore rasen, ballern, Pickups finden und neue Schießprügel erhalten ist auch hier oldschooliger Spaß, wenn auch kein übermäßiger. Das bescheuerte Dreiklingenschwert ist zwar geil zu benutzen, aber so vieles hier ist ausbaufähig. Dabei störe ich mich gar nicht mal an den Plattformer-Einlagen oder den simplen Blockpuzzles. Hey, Tales of Symphonia hatte noch 3 Jahre später Blockpuzzles und alle lieben Tales of Symphonia. Außer Genoga auf Metacritic, der dem Spiel 0 von 10 Punkten gab und es auf dem Index sehen will. Klammer beiseite. Die KI der Gegnergruppen ist zu homogen, am Trefferfeedback mangels und den Projektilen kann man kaum ausweichen, was aber auch ein Bug mit moderner Hardware sein könnte. Für ein christliches Spiel ist es ungewöhnlich nah an den Shooter-Vorbildern. Man fragt sich, ob das nicht zu krass und gruselig für Kinder von christlichen Eltern ist, für die das Spiel tatsächlich gedacht ist. Außerdem brauchen solche Encounter mit Kleinviehhorden viel Trial and Error, was mich mit 12 bestimmt zur Weißglut getrieben hätte. Rein von der Spielbarkeit her ist Catechumen doch eher leicht verdaulich, da es freies Speichern und eine okaye Spielführung gibt. Ihr werdet euch immer noch verirren, aber nie allzu lange. Den Endkampf gegen Satan hätte ich vielleicht ein Highlight genannt, wenn der Sack nicht so viele Kugeln kassieren würde. Hier müsst ihr immer wieder mit Slipgates in andere Teile des Levels zurückfallen und Pickups einheimsen, während Satan euch hinterher teleportiert. Das ist doch einiges interessanter als nur in einer Arena zu kämpfen, leider verkommt das Ganze zu einem Quicksave-Fest. Wie an vielen alten Spielen muss man an Catechumen ein bisschen schrauben. Glorreiches 4K oder 1080p gibt es nur mit einem Glide-Wrapper wie N-Glide. Die Tastenbelegung ist Müll. Und das Spiel muss man auf 50 FPS limitieren, ansonsten gibt es Glitches, die neue Waffen nicht spawnen lassen. Das zweite Schwert habe ich deswegen nie bekommen. Ich bin kein Grafiknarr, der findet, dass jedes Spiel so pseudo-fotorealistisch wie möglich sein soll. Trotzdem finde ich Catechumen auf weiten Strecken hässlich, die Charakteranimationen sind durchweg Dreck. Es holt aber ab und an was aus seiner eckigen, brushlastigen 90er-Ästhetik raus. Zum Beispiel mit einer Menge statischer, farbiger Beleuchtung und ausgefallenen Level-Design-Ideen. Dass das Spiel 2000 rauskam, ist ja heute egal, oder? Spät im Spiel fand ich eine pädagogische Botschaft. Böse Dämonen, die Glücksspiele veranstalten. Ganz gut für einen Facepalm und einen gleichzeitigen herzhaften Lacher. Ich bin aber immer noch kein Fan von der Instant-Bekehrung mit dem Schwert. Hey, vielleicht mochte der Typ ja seinen Vielgötterglauben.
Oh, und es gibt Bibelsprüche mit den Health Kits, das hatte ich aus Versehen ausgeschaltet. Ich glaube, selbst der amerikanische Theologe Robert M. Gerassi würde mir zustimmen, dass der christliche Content von Catechumen sehr dick aufgetragen ist. Enlightening Software sollte vor seinem Ende einen weiteren Shooter namens Ominous Horizons machen, den ich mir vielleicht auch mal ansehe. Catechumens Gameplay war erträglicher, als ich es erwartet hätte, der Rest ließ zu wünschen übrig. Moment, tat er das wirklich? Nein, Catechumen wäre nicht besser, wenn es besser wäre. Der Reiz des Spiels ist definitiv der Trash-Faktor. Wenn ihr über schlechte Spiele lachen könnt, dann guckt's euch vielleicht mal an.